Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FIFA 20 Prediction am Start. Heute zum SC Freiburg, den Tabellen 13. der letzten Saison. Und ich denke, im letzten Video habe ich für Mainz gesagt, ich weiß nicht, ob es deren Plan war, so unbedingt im Mittelfeld zu landen in der letzten Saison. Ich denke, bei Freiburg kann man von einer soliden Saison sprechen. Abstiegskampf größtenteils vermieden und dementsprechend ja auf Platz 13 gelandet. Vor Schalke sogar noch, die im nächsten Video dann kommen werden. Und ich denke, das war auf jeden Fall eine solide Saison für Freiburg. Findet ihr auch immer recht sympathisch. Gerade Streich mag ich irgendwie als Trainer. Ich finde ihn einfach irgendwie cool. Haben ein paar richtig coole Spieler am Start. Unter anderem Nils Petersen natürlich. Den wir heute auch in der Prediction haben. Starten wir allerdings rein mit den Torhütern. Und da haben sie zunächst einmal den guten Schwolo am Start. Der, man darf es nie vergessen, bei Mainz, Alter, was habe ich denn jetzt? Bei Freiburg im Tor steht. Und dementsprechend natürlich auch einige Tore fängt. Allerdings, er ist ein richtig guter Keeper und dementsprechend hat er sich das Upgrade um plus 2 in meinen Augen auf jeden Fall verdient. Auf die 79 ist ein echt guter Keeper. Wie gesagt, fängt sich zwar einige Buden, allerdings steht er auch bei Freiburg im Kasten. Und ich finde, er leistet sich halt nicht so viele individuelle Fehler, wie jetzt zum Beispiel im letzten Video es ein Müller noch macht. Gut, er ist aber auch noch jünger als Schwolo, aber trotzdem als Beispiel halt. Er leistet sich nicht so viele individuelle Fehler und dementsprechend guter Keeper in meinen Augen. Daneben der gute Flecken, von dem ihr auch ein richtig gutes Video vor einem oder zwei Jahren, ich glaube es war letzte Saison oder die Saison davor, als er noch bei Duisburg war, ich glaube es war Duisburg, wo er im Tor stand und aus seiner Flasche getrunken hat und dadurch ein Gegentor gefangen hat, weil das Spiel noch lief. Ja, lustige Sache an der Stelle, bleibt auf dem gleichen Rating, ich denke das ist in Ordnung. Ja, heute auch Nummer 2 Keeper am Start, weil es den dritten in Head-to-Head zurzeit nicht gibt. Und bei Keepern, was soll ich da groß raten? Ich meine, selbst wenn ich den jetzt hier drin hätte, den Bronze-Keeper, wäre er nicht allzu interessant. Die meisten nehme ich immer nur rein, weil es den halt in Head-to-Head gibt und ich dementsprechend mir das Rating auch gut erschließen kann. Ist jetzt halt hier bei dem dritten Keeper nicht der Fall, deswegen habe ich ihn rausgelassen. Auf der nächsten Seite haben wir zunächst einmal den guten Günther am Start, der auf dem gleichen Rating stagniert wie im letzten Jahr. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich finde, er ist ein solider Linksverteidiger. Für Freiburg-Niveau auf jeden Fall gut unterwegs und dementsprechend 75 ist, denke ich mal, ein angemessenes Rating. Dann der gute Gulde geht um zwei Ratingpunkte nach oben. Ich finde, auf dem gleichen Rating wie Heinz ist dann ganz angebracht, der wiederum ein Downgrade bekommen hat um minus 1. Bleiben wir aber erstmal bei Gulde, da gehen die Werte natürlich ein bisschen nach oben. Gerade das Defending um plus 4, Physis um 1, Dribbling um 1, ansonsten Passen um 2 und Tempo bleibt gleich. Ich denke, das ist in Ordnung. Wie gesagt, 76 für mich ein gutes Rating für Gulde und auch für Heinz dann an der Stelle, der um einen Ratingpunkt nach unten geht, ist jetzt nicht die stärkste oder solideste Saison gewesen. Und ich denke, 76 ist auf dem gleichen Rating wie Gulde dann eher angemessen. Daneben haben wir den guten Jonathan Schmid, der zurückkommt von Augsburg. Hatte gleich am ersten Spieltag, ich weiß gerade nicht gegen wen es war, ich überlege schon die ganze Zeit. Ich komme nicht drauf, gegen wen der das geile Tor, der hat ein gutes Tor gemacht, gleich am ersten Spieltag. Ja, bleibt, glaube ich, auf dem gleichen Rating stehen. Auf jeden Fall auf der 74. Ich glaube, er war letztes Jahr auch schon ein 74er-Rated-Spieler. Ja, war er auch. Bekommt einen Position Change. Letztes Jahr war er rechter Mittelfeldspieler, dieses Jahr rechter Verteidiger. Wenn er Gold wäre, hätte er sogar gar nicht mal so schlechte Werte. Ist halt nicht der schnellste, aber hat alle Werte knapp an die 70 dran. Und sieht eigentlich nicht so schlecht aus, ist halt aber Silber und dementsprechend nicht so interessant. Auf der nächsten Seite haben wir dann den guten Leon, heißt er glaube ich mit Vornamen, Kübler am Start. Hat jetzt ja letztes Jahr nicht die größte Rolle gespielt. Ja, geht minimal um 1 nach oben, einfach das Rating ein bisschen anpassen. Bisschen Erfahrung hat er gesammelt, dementsprechend kann er minimal hochgehen. Philipp Lienhardt, da geht das gleiche, er hat jetzt nicht die größte Anzahl an Spielen in der letzten Saison sammeln können. Allerdings finde ich, er ist ein solides Talent und denke ich mal, hat noch ein bisschen was vor sich. Geht minimal nach oben um plus 3 auf eine 70. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, nimmt man mit. Gianluca Itter hat letztes Jahr auch keine wirkliche Spielzeit bekommen bei Wolfsburg. Jetzt bei Freiburg unter Vertrag. Wird dementsprechend auf dem gleichen Rating bleiben. Kann er nicht groß steigen, wenn er nicht spielt. Ja, denke ich mal, sollte klar sein. Denn der gute Nico Schlotterbeck ist es hier, glaube ich, noch am Start. Genau, sein Bruder Kevin ist ja zu Augsburg ausgeliehen worden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie ihn verkauft haben, aber ich glaube, nur ausgeliehen. Das ist der andere Schlotterbeck halt. Und ja, der hat eine 60 oder wird eine 60 bekommen im nächsten Jahr. Ich denke, das ist in Ordnung.
Sollte, denke ich mal, passen. Hatte letztes Jahr noch keine Karte und wird jetzt eben eine bekommen. Kommen wir dann nun zum Mittelfeld und da haben sie zunächst einmal einen Transfer am Start, den ich ja nicht angekündigt hatte, aber von dem ich gesagt habe, dass der gerade bei Freiburg halt eben seine Blütezeit hatte und da irgendwie immer aufblühen konnte. Das ist Vincenzo Grifo, den haben sie jetzt nochmal safe gemacht am Deadline Day, ich glaube für 7 Millionen oder sowas. War es, glaube ich, in dem Dreh, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall konnten sie ihn jetzt fest verpflichten. Comeback 2.0 in dem Sinne. Karte, habe ich schon mal was zu gesagt in der Hoffenheim Prediction. Halbe gute Saison, halbe Saison gar nicht groß die Rolle gespielt bei Hoffenheim. Bei Freiburg war er dann, wie gesagt, ganz gut. Dementsprechend bleibt er auf dem gleichen Rating auf der 77 sitzen. Ja, leider für einen Flügelspieler keine guten Werte. Für eine Zentrale wäre schon relativ interessant, aber so auf der linken Seite halt nicht schnell genug. Und ja, dann haben wir den guten Yannick Haberer am Start. Auf jeden Fall ein gutes Talent von Freiburg, was in der letzten Saison auch wieder gezeigt hat, was er kann. Und ja, dementsprechend geht er nach oben um plus 2 auf eine 76 in meinen Augen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, Werte sehen jetzt leider nicht so interessant aus. Hat halt überall, er kann halt alles so ein bisschen, gerade in der Offensive mehr als in der Defensive. Aber letzten Endes sieht er nicht wirklich spielbar aus, leider Gottes. Außerdem gibt es halt viel bessere Alternativen in der Bundesliga als deutsche ZMs. Dann der gute Jerome Gondorf geht minimal nach unten um minus 1. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, die Werte sind halt eigentlich gar nicht mal so bad. Ist halt ebenfalls ein Allrounder im Mittelfeld mit ein bisschen besseren Werten nochmal als Haberer. Aber ja, ist jetzt, denke ich mal, auch nicht die interessanteste Karte. Dann der Neuzugang von FC Dijon, glaube ich, wird er ausgesprochen, der Verein. Und zwar Quang Chang-hoon, wird bestimmt auch nicht unbedingt so ausgesprochen, aber auf jeden Fall ist er jetzt hier am Start, geht im Minimal um minus 1 nach unten, war jetzt nicht die krasseste Saison im letzten Jahr, aber immerhin noch ein Gold-Rating und sieht gar nicht mal so schlecht aus, ist ein solider Allrounder auf dem Flügel, also kann halt alles so ein bisschen, ist halt nicht der schnellste, hat trotzdem 74 Tempo, dribbeln kann er ein bisschen, schießen und passen ebenfalls, Physis, ja, bei einem wahrscheinlich kleinen Koreaner, was willst du da groß an Physis erwarten? Allerdings 60 ist jetzt gar nicht mal so bad. Mit 52 Defending hat er nicht mal allzu wenig sogar für einen Mittelfeldspieler auf der rechten Offensivseite. Dementsprechend sieht es gar nicht mal so schlecht aus für wahrscheinlich den Non-Rare-Teams. Ich denke, er wird Non-Rare werden. Keine schlechte Karte. Denn der gute Robin Koch geht um plus 3 nach oben vom letzten Jahr. Außerdem den Position-Change als 6er. Ich denke, es ist jetzt keine sonderlich interessante Karte leider wieder, weil er unter anderem halt auch Silber ist, aber für eine Silberkarte sieht er schon gar nicht mal so schlecht aus, denn Mike Franz bleibt auf dem gleichen Rating wie im letzten Jahr, hat gar nicht mal so schlecht gespielt, er wird halt älter, dementsprechend könnte der auch genauso gut nochmal um 1-2 Punkte nach unten gehen, aber ich finde, er hat jetzt keine so schlechte Saison gehabt und dementsprechend kann er erstmal auf dem gleichen Rating noch stagnierend bleiben. Dann der gute Salai hat letztes Jahr keine Karte gehabt, dementsprechend ein Upgrade um plus 73. 73 finde ich auf jeden Fall ein angemessenes Rating an der Stelle, ist, denke ich mal, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, ist solide. Werte sehen gar nicht mal so schlecht aus, wenn man ehrlich ist, das könnte auch für eine Goldkarte reichen fast schon mit den Werten und ja, muss man halt gucken, wie der performen wird. Rave hat jetzt auch keine allzu große Rolle gespielt beim FC Zürich, als er ausgeliehen wurde, dementsprechend minus 3 sogar beim Rating auf eine 73. Ja, war schon als Goldkarte nicht so krass interessant, auch wenn er gut zu verlinken war in der Bundesliga als Franzose, aber die Werte sehen halt nicht sonderlich krass aus. Dann der gute Höfler, hier Hofler, weil Ös gibt auf den Kartendesign nicht so wirklich. Das habe ich auch scheinbar einfach vergessen. Ich glaube, es gibt schon das Ö, aber ich habe es halt vergessen zu korrigieren, weil, ja, ich dachte, der übernimmt das. Ja, Höfler bleibt auf dem gleichen Rating. Werte ein bisschen angepasst, ich denke, das ist in Ordnung. Abrashi war sehr lange, glaube ich, verletzt zum Teil oder auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder verletzt. Eins von beiden war er, glaube ich. Dementsprechend bleibt er ebenfalls auf dem gleichen Rating sitzen. Dann der gute Terrazino geht minimal nach unten um minus 1, ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Ja, denke, keine interessante Karte. Und Borello war, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang verletzt, wenn ich mich nicht irre, bleibt ebenfalls auf dem gleichen Rating sitzen. Hier auch wieder das, ja, Thema, keine sonderlich interessante Karte für Ultimate Team. Dann Card an der Stelle war, glaube ich, ausgeliehen, wenn ich mich nicht ganz irre, geht minimal um 1 nach oben. Ja, sieht halt nicht sonderlich interessant aus. Jung Wo Jung, auch safe nicht so ausgesprochen, kommt, glaube ich, auch von Bayern.
Ja, 61er Rating. Gibt es, denke ich mal, nicht allzu viele Worte zu verlieren. Kommen wir zur letzten Seite und da haben wir nochmal die letzten drei Spieler logischerweise am Start. Und zwar zum einen Nils Petersen im Sturm. Wird, denke ich mal, oder ich hoffe es mal, auf dem gleichen Rating bleiben. Hat eine solide Saison gehabt, einige Male als Joker getroffen und ist halt für Freiburg ein idealer Stürmer, der, wenn er die Bälle da vorne bekommt, sie eiskalt reinmachen kann. Und ja, vielleicht geht er auch um einen Ratingpunkt nach unten, einfach wegen seines Alters. Aber ich habe ihn jetzt erstmal noch auf dem gleichen Rating gelassen. Dann haben wir Gianluca Waldschmidt, der gerade mal ganz gut auftritt, muss man sagen, in der Bundesliga jetzt zum ersten Mal für die Nationalmannschaft, für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde und auch unter anderem eine sehr gute U21 war es jetzt, glaube ich. Ich glaube, es war EM, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war U21 EM, was wir jetzt im Sommer hatten. Korrigiert mich gerne, ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher. Aber er hat auf jeden Fall da richtig krass performt und jetzt auch in der Bundesliga zum Anfang wieder richtig stark aufgedreht. Letztes Jahr, glaube ich, auch 9 Tore, 3 Vorlagen oder so gemacht. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass er halt bei Freiburg spielt und verdient sich da dementsprechend in meinen Augen auch ein ordentliches Upgrade von 69 auf 76. In meinen Augen finde ich das in Ordnung. Ich glaube, in Head-to-Head ist das zurzeit noch auf 74, aber ich denke, Gold sollte schon werden. Gerade nach dem guten Saisonstart auch wieder. Und ja, die Werte gehen natürlich ordentlich nach oben. Tempo um plus 2, Dribbling um plus 3, Schuss um plus 11 an der Stelle, Pass um plus 10, Physis um 2 und Defending geht um 4 nach oben. Sieht nach einer guten No-Budget-Karte aus, auch wenn es da wahrscheinlich interessantere Alternativen in der Bundesliga gibt. Aber für die Karriere denke ich mal interessant. Er ist ja noch relativ jung und ich finde ihn auch in Real Life eigentlich ein ganz cooler Spieler. Ja, ist ja so ein bisschen das Hamburg-Syndrom. Wenn sie von Hamburg weg sind, entwickeln sie sich gut. Hier anscheinend auch wieder der Fall. Dann zu guter Letzt der gute Lukas, heißt er glaube ich, Höhler, hat auch einen soliden Saisonstart gehabt, war glaube ich auch schon an ein, zwei Toren beteiligt und geht minimal um 2 nach oben, ist denke ich mal auch in Ordnung. Ja, Werte gehen dementsprechend auch ein bisschen nach oben, ist allerdings Silber und dementsprechend auch nicht so krass interessant. Hier Leute, ich würde sagen, das war's dann auf jeden Fall jetzt von der Freiburg Prediction. Schreibt mir auf jeden Fall zu den Spielern eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr gerne interessieren. Lasst außerdem bitte ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.